Und willkommen zurück. Wir haben viel zu tun. Erstmal rote Punkte gucken. Ja. Also die da kriegen wir kaputt. Relativ schnell und bald. Und das sollten wir auch, bevor das Ding größer wird. Weil sobald da zwei Spawner nebeneinander sind, so wie hier, kriegen wir das erstmal nicht kaputt. Eine ganze Weile, bis wir ordentliche Waffen haben. Und Schutzschilder und was weiß ich. Aber den da könnten wir weghauen. Der da oben scheint auch alleine zu sein. Weil ich würde ganz gerne die Bedrohung in unserer Nähe so ein bisschen runterfahren. Weil das da ist schon ganz schön garstig. Und das wird immer weiter mutieren und immer größer werden, weil es halt durchgehend von uns befüttert wird. Bei dem dauert es noch, bis das Mog da ankommt. Komischerweise breitet sich nach Westen und Norden mehr aus. Haben wir einen Wind aus Südosten oder sind da unten einfach keine Bäume? Da oben einfach keine Bäume. Ah, oben sind keine Bäume. Ja gut, das sollten wir demnächst angehen. Wir haben panzerbrechende Munition, wir haben eine Eisenrüstung. Wir haben noch keine schwere Rüstung, wir brauchen ein paar Kupferplatten. Den gucke ich mal, ob ich da ein bisschen was reißen kann. So, Kupferplatten. So, nebenbei immer schön davon ein paar herstellen, davon ein paar herstellen. Gut. Und Stahl braucht ihr auch noch für die schwere Rüstung. Boah, 100 Stahl, sehr schön. Und ich vergesse nicht, dass wir hier Steam Engines bauen wollten. Das ist alles auf dem Plan. Aber halt jetzt nicht. Es kommt kein Eisen an, das ist nicht gut. Du, voll. Ihr werdet noch befüllt, aber später werdet ihr alle durch elektrische Schmelzhöfen ersetzt. Jetzt habe ich noch keine Zeit dafür. Oh, und wir haben keinen Platz dafür, denn die elektrischen Schmelzöfen sind ja doch dezent größer. Das heißt, wir müssen das hier alles umbauen. Aber ist nicht schlimm. Runter, runter, runter. Kupfer. Dafür reichen die Fuel Blocks gar nicht komplett. Das ist ärgerlich. So. Okay. Das wird immer nachgefüllt. Schwere Rüstung, was sagst du? Eine schwere Rüstung. Wir haben es gleich Nacht, das ist doof. Hier ist mein Baum mitnehmen. Was kriegen wir auch hin? Wir warten einfach, bis die Nacht rum ist. Und bis die Nacht rum ist, machen wir was Produktives, nämlich, dass wir die Steam Engines hier lösen. Die stehen nämlich doof. Das heißt, ich reiße die Dinger jetzt ab und werde sie so hinstellen, dass sie ins Muster passen. Also, Strom aus, jetzt. Wie jetzt? Ich habe einen Fehler im System entdeckt. Kann das sein? Ja. Hier ist gerade. Du bist falsch. Oh, Alter, weg mit diesem ganzen doofen. So, weg. Weg. Strom aus, überall Licht aus. Ist okay, ist okay. Steam Engines kommen jetzt einfach. Es gibt keine Mitte. Okay, was passiert, wenn wir zwei da anschließen? Das habe ich noch nie gemacht. Also was passiert mit dem Wasser? Wird das denn gleichermaßen da irgendwie aufgeteilt? Flop, 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 flop. Unterirdisch, damit wir da rankommen. So. Jetzt einmal da. Einmal da. 100 Grad. 100 Grad. Okay. Sehr schön. Können wir die mittig anordnen an so einem Baum weg? Doofe Leitung weg. Steam Engine weg. Weg, weg, weg. So. Oh, die passen sogar mittig dahin. Sorry Jungs, ihr müsst nochmal weg. Ihr müsst mittig stehen. Das kann weg. Da. Weg, weg. Hoch dahin, hoch dahin. Da, dass ich zwischen jedem verdammten Ding da durchlaufen kann. Ob ich mich da hinstellen. Sehr geil. Du weg.
Warum dauert das Abreißen lange? Ach, weil ich keine Spitzhacke habe. Warte mal. Bauen wir doch mal eine Stahlaxt. Sehr schön. Geht jetzt gleich viel schneller. Sehr gut. Also, genau, das falsche Muster hier muss auch noch zerstört werden. Oh nein! Ist das da oben alles falsch, oder? Hey, yo. Darum kümmere ich mich später. Also, Girugon der Zukunft denkt dran, das hier ist alles falsch. Aber erstmal Strom und so. Mittig, mittig. Mittig, mittig. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Und ich brauche noch mehr Rohre. Da. Reicht noch nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt gleich hinbauen, wird es nicht reichen. Also. Wollen wir jetzt hier auch noch welche hin? Weiß ja nicht. Also, die können auch noch weg. Die können weg. Es wird mir jetzt ein bisschen eng hier mit der ganzen Versorgung von dem Zeug. Das heißt, wir machen daraus jetzt. Boah, wir reißen das hier ab. Flup, 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 flup. Ah, Kohle musste nach da oben, ne? Ja, musste sie. Das kriegen wir schon, das kriegen wir schon hin. Also Muster einfach hier hinlegen und dann vertraue dem Muster. Das Muster wird eine Lösung für das Problem finden. So. Und hier kommen jetzt die Engines hin. Also wieder 1, 2. 1, 2. Mehr davon. So, und noch mehr normale Rohre natürlich. So. Also, normales Rohr. Muss dann auch hier und da und da und da hin. Das eine Ding, der kann weg. Du daran, du daran. So. Performance, available performance. Wir müssen jetzt einen guten Überschuss haben an Strom, oder? Consumption 3,4, Production 3,4. Wow. Wow. Nee. Nee, ist nicht gut. Das reicht immer noch nicht. Und wir haben nicht genug Wasser. Also heißes Wasser. Ich hoffe mal, also Test. Für Test brauchen wir gute Werte. Hier in der Kreuzung haben wir eine Temperatur von 66. Ich nehme jetzt mal hier einen Boiler hin. Fülle besagten Boiler mit Kohle. Flup. Und gucke. 67. Okay, mehr Boiler. Was fehlt da für Stein? Ich muss gleich Stein abbauen gehen, das ist degradierend. So. Da. Kohle, Kohle, Kohle. Was? Oh nein, 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 nein. Und genau das meinte ich ganz am Anfang mit der automatischen Befüllung von Boilern. Weil es doof ist, weil immer nur 5 vorrätig sind. So. 67, 68. Irgendwie klappt das so nicht. Aha, ich könnte es anders lösen. Ich mache einfach. Rohre, Rohre. Mach einfach folgendes. So. Dann muss es auf jeden Fall da durch. Und ich habe mich gerade eingesperrt. Heldenhafterweise. So. Jetzt müsste das schön 100 Grad da. Ja, nicht ganz 100 Grad. Aber heiß genug. Kommt es auch ganz heiß oben an. 97, 97, 98. Du bist aus. Achso.
So, 98. Was sagt jetzt unser Stromnetz? Wir haben einen Konsum von 2,9. Wir haben Produktion von gleichem Wert. Und es ist zu unter 50% ausgelastet. Also wir könnten doppelt so viel Strom verbrauchen. Werden wir auch müssen später. Also das ist gar keine Frage. Das heißt, wir setzen jetzt hier mal das da rein. Ja, die Wasserpumpe steht da doof. Hier nehmen wir jetzt eine Kiste hin. Hier ein Ärmchen hin. Vertraue dem Muster. Warum ist hier das Muster falsch? Achso, wegen dem... So, sorry, Strom ist wieder aus. So. Vertraue dem Muster, vertraue dem Muster. Da. So, und in die Kiste da kommt jetzt Festbrennstoff. Um die Boiler zu befüllen. Wir haben doch hier hoffentlich irgendwo noch ganz viel Festbrennstoff rumstehen. Gucken, was die Kiste sagt. Nee. So viel dazu, dass wir davon so viel haben, dass wir es niemals brauchen werden und so Zeug, ne? Ja. Gut, also das müssen wir später auch noch automatisieren, aber jetzt sollte es erstmal soweit reichen. Bitte Festbrennstoff rein und wenn das alle ist, bitte die Kohle hinterher und wenn das alle ist, das Holz. So, du schaffst ja schon. Also Strom ist gesichert einigermaßen. Rote und grüne Dinger sind noch nicht automatisiert. Das steht bald an, keine Sorge. Was brauchst du dafür noch? Batterien sind genug da. Stell mal davon 20 Stück her. Stahl, das müssen wir im Inventar. Smart Inserter brauchst du auch noch. Boah, brauche ich viel Gedöns. Fast Inserter. Iron Plates. Wir haben kaum Iron Plates im Inventar. Daran hapert es gerade. Also ich will jetzt zu den Aliens oben hingehen und ein bisschen auf die rumschießen. Aber ich will unterwegs auch Gegenstände herstellen, um die Zeit nicht einfach so verrinnen zu lassen. Munition haben wir, das wird reichen. Oh ja, das reicht eine ganze Ecke. Stell davon mal ein paar her. Mach unterwegs Bäume weg, damit du schneller hier rauskommst das nächste Mal. Außerdem brauchen wir den ganzen Platz hier noch später für andere Produktionen. Okay, den ganzen wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen was. Schwere Rüstung haben wir hergestellt, die sollten wir auch anziehen. Sehr gut. Und im Notfall fällt mir gerade auf, ich habe Waffentürme dabei. 16 Stück. Und die brauchen keinen Strom. Also ich könnte die einfach um die... Das probiere ich mal aus. Ich positioniere die mal in der Nähe der Basis. Wo ist die überhaupt? Östlich von uns. Also ich positioniere sie mal in der Nähe der Basis und benutze es so als Rückzugsort. Wir haben noch normale Munitionsstreifen, sehr gut. Moment mal. Das Ding war nicht auf der Karte, oder? Okay. Oh, das sind Würmer. Großer Wurm, Medium Wurm, großer Wurm. Nein, ich will nicht zu Würmern. Würmer sind garstig, das sind Fernkampfeinheiten, die eine recht hohe Reichweite haben. Ja, und sie treffen immer. Selbst wenn man mit einem Buggy von ihnen wegfährt, durch einen Wald und Haken schlägt, trifft der Angriff einen immer noch. Das ist ziemlich unfair, aber gut. Also, Rückzugspunkt. Ja, sehe ich schon was umwuseln. 1, 2, 3, 4, 5. Überall ein bisschen Muni rein. So. Hoffen wir, das funktioniert. Also, Plan, ich laufe hin. Ja, hallo Jungs. Schießt! Okay. Also ich habe einen Rückzugsort. Keinen guten, aber er funktioniert. What? Oh. Das ist so ein Autosave. Oh, Wurm. Das war ein kleiner Wurm. Gut. Okay, Wurm ist kaputt. Eine Basis vernichtet. Lebenspunkte regenerieren sich langsam. Ihr könnt mit. Die Würmer da oben. Die Würmer da oben werde ich nicht angehen.
das ist mir zu gemeingefährlich, weil es sind viele davon und es sind auch große dabei. Die da unten gehe ich auf keinen Fall an, weil es sind mehrere Basen auf einmal. Obwohl, das sind zwei, glaube ich, und wir haben Türme dabei. Ja, bau mal Lasertürme, während wir hier unterwegs sind. Ich hoffe mal, wir sterben nicht. Das wäre echt doof. Wegen Spiel vorbei und so. Oh, Wald. Wald mag ich ganz und gar nicht. Wenn ich kämpfen soll. Ah, hier ist gut. Weil diese kleinen Biter, die sehe ich so schlecht im Wald. Und da ist Eisen, da ist Kohle, da sind die Biter.